Bam, Freunde, da sind wir wieder mit den MMA-News am Montagabend. Charles Oliveira entschuldigt sich. Gilbert Burns hat $50,000 Wettschulden gemacht. Und Khamzat Chimaev posiert mit dem Baddest Motherfucker-Gürtel von Jorge Masvidal. Das und noch einiges mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid und wir springen sofort rein. Wir fangen an mit Charles Dubronx Oliveira, der sich jetzt in einem Video an all seine Fans gewandt hat und sich entschuldigt hat. Mein erster Gedanke dabei war, Champ, kein Grund dich zu entschuldigen. So ist nun mal das Fight Game, mal gewinnst du, mal verlierst du in den meisten Fällen. Gibt wenige, die ungeschlagen sind. Hat sich aber definitiv nochmal verpflichtet gefühlt, sich zu entschuldigen und zu sagen, ja, war nicht die Performance, die ich mir erhofft habe, wollte nicht oder... So wollte ich nicht im Octagon erscheinen. Ich wollte mehr zeigen. Es tut mir leid, dass ich euch alle habe hängen lassen. Richtet sich da insbesondere nochmal an die Fans aus Brasilien, dem er diesen Sieg unbedingt schenken wollte. Und was ich aber gut finde dabei, denn häufig kann sowas natürlich auch eine Gelegenheit sein für einen Fighter, dann zu sagen, ja, es sind Dinge passiert oder ich war nicht 100%. Nee, da kommt zum Glück nichts von. Er sagt, alles im Training ist richtig gelaufen. Auch der Weight Cut ist gut gelaufen, aber er hat nicht den Weg in den Kampf gefunden, beziehungsweise Islam war einfach der bessere Fighter, sein Timing war besser, insgesamt hat er den deutlich besseren Kampf abgeliefert. Klassiker eigentlich von Charles Oliveira. Ich glaube, was anderes haben wir alle auch nicht erwartet von Charles und da vielleicht auch nochmal ein bisschen zur Richtigstellung von gestern in dem Video, weil sich ja durchaus der ein oder andere auf den Schlips getreten gefühlt hat. Insbesondere will ich da Balci, ist es, mache ich da aus dem C ein Chi oder ist es ein hart ausgesprochenes C wie ein K? Du weißt, glaube ich, wer gemeint ist. Der hat sich so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt und auch noch einige andere, dass ich da jetzt irgendwie jemanden blöd dastehen lassen wollte oder keine andere Meinung toleriere, wollte ich hier an dieser Stelle nochmal kurz gerade rücken, weil ja auch Charles Oliveira jetzt was dazu gesagt hat, da passt das für mich. Wenn jemand jetzt sagt, Charles Oliveira ist für mich nicht der beste Leichtgewichtskämpfer aller Zeiten oder ist nicht auf einem Niveau mit Islam Makhachev oder hat nicht tolles Striking oder hat viele Fehler als Fighter, kann ich 100% mit leben. Safe kann ich damit leben, ist einfach eine andere Sicht der Dinge. Gar kein Problem. Ich habe nur ein Problem, wenn man Fighter halt bewusst versucht anzupissen, während die jetzt wirklich eine üble Niederlage hinnehmen mussten. Und dann ist es halt natürlich immer leicht zu sagen, ja, der ist doch immer beschissen gewesen. Der war schon immer kacke. Das ist für mich leider eine Unart, die es leider häufig gibt, gerade beim Kampfsport. Da werden wir auch noch an einigen anderen Stellen in diesem Video drüber sprechen. Also geht nicht für mich darum, wenn jetzt jemand einen Fighter einfach anders bewertet. Aber auch diesen Strich muss ich ziehen. Ich kann auch nicht alles unter Meinungsfreiheit abtun. Und damit meine ich jetzt nicht Balci in diesem Zusammenhang, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, GSP ist nie ein guter Kämpfer gewesen, war immer zweitklassig, dann ist das für mich so eine Meinung wie, ja, links ist für mich rechts. Ja, kannst du haben, diese Meinung, ist aber faktisch gesehen falsch. Und ja, mit Fakten muss man vorsichtig sein, aber ich glaube, bei einigen Aussagen kann man sich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, nee, das ist Unsinn. Man kann gerne über einige Dinge streiten, aber wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, Justin Gaethje ist ein drittklassiger Fighter, sage ich 100% Bullshit. Dieser Mann ist ein Weltklasse-Fighter. Ob er jetzt der absolut Beste im Leichtgewicht ist oder ob er Top 5, Top 10 ist, was auch, darüber kann man gerne streiten. Aber einige Rahmenpunkte, glaube ich, da müssen wir uns irgendwie vorher einigen, dass wir sagen, da sind wir auf einem Nenner. So, Charles Oliveira wird jetzt erstmal seine Wunden lecken. Er hat ja schon auf der Post-Fight-Pressekonferenz gesagt, hey, ich werde mich jetzt mit der UFC zusammensetzen. Ich will definitiv diesen Rückkampf haben. Und ich habe immer das gemacht, was die UFC machen wollte. Vielleicht muss ich jetzt ein bisschen mit den Stirn an Stirn prallen, aber ich möchte diesen Fight gerne wieder haben. Brasilien steht natürlich vor der Tür. Jetzt hat sich's für ihn leider schon so ergeben, dass Volkanovski und Islam scheinbar abgemacht haben. Wir machen diesen Fight als nächstes und die UFC jetzt einfach sagt, ja gut, wenn das für euch beide so passt, dann werden wir das auch so machen. Ich denke auch, so wie der Fight gelaufen ist, gibt es jetzt zumindest für einen direkten Rückkampf nicht die Begründung. Ja, in einigen Fällen kann ich auch sagen, wenn jetzt jemand entweder super dominant war in dem Fight und dann passierte wirklich dieser Knockout-Schlag oder ein Fehler und es vermischen, dass ich sagen kann, okay, da sehe ich die Begründung für einen Rückkampf gegeben.
oder es ist irgendwas passiert wie ein Eye-Poke, also irgendwas ein bisschen Kontroverses. Aber hier in diesem Fight muss ich hier nochmal sagen, Islam hat wirklich eine 1A-Klasse-Leistung abgeliefert. Da sehe ich jetzt noch nicht direkt, warum sollte es da den Rückkampf geben. Da verstehe ich, dass Islam erstmal vielleicht andere Ziele hat. Aber ich lehne mich auch mal weiter aus dem Fenster. Ich glaube, die beiden haben nicht das letzte Mal gegeneinander gekämpft. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Charles Oliveira stark zurückkommt und dann eventuell nochmal im nächsten Jahr in einem Titelkampf steht. Mal gucken, wer dann Champion ist, auch wenn es aktuell schwierig wird, so einen Herausforderer für Islam zu finden, wo ich auch sagen würde, der ist Favorit gegen Islam Makhachev. Ich glaube, da hat er jetzt diese Ich-bin-der-Favorit-egal-gegen-wen-Rolle von Khabib etwas übernommen. Die Frage ist jetzt auch, die sich vielleicht für viele stellt, was könnte Charles denn anders machen? Oder kann er überhaupt irgendwas anders machen? Hat er, ich meine, jetzt sind wir nicht mehr kurz nach dem Fight. Kurz nach dem Fight ist das immer so ein bisschen noch eine Frage von Fingerspitzengefühl. Ob ich da jetzt dann auch sage, ja, Charles hat das nicht gut gemacht, Charles hat jenes und hier war das. Und dann hat das für mich immer so den Beigeschmack, man will Islam irgendwas von dem Sieg ein bisschen wegnehmen. Dass man eigentlich nur sagen will, ja, Charles hatte nur keinen guten Tag und Charles hat das nicht gemacht. Ich bleibe dabei, das hatte schon zu 99% mit Islam zu tun. Okay, sagen wir vielleicht nicht 99, aber zum Großteil, weil es ist natürlich auch eine Frage gewesen auf der anderen Seite vom Gameplan von Charles. Aber Islam war einfach top an diesem Tag. Das hatte hauptsächlich damit zu tun, dass Charles da keinen Weg rein gefunden hat in diesem Fight. Persönliche Theorie von mir, genießt die bitte mit Vorsicht, denn auch das habe ich gestern in den Diskussionen mitbekommen. Ich habe nicht den Anspruch hier, dass meine Meinung irgendwie die Dalai Lama-Meinung des MMA ist. Dass, ja, der hat recht, dem müssen wir alle folgen. Meine Meinung ist genauso gut wie eure Meinung. Nur weil jetzt hier bei Let's Fight 7000 Abonnenten steht, hat er nichts zu sagen. Da kann bei euch 0 Abonnenten stehen. Meinung ist grundsätzlich gut, wenn man die auch irgendwie begründen kann. Egal von wem die kommt. Bei Charles, das ist jetzt nur meine These. Ich labere da einfach mal ein bisschen aus meinem Bauch heraus. Ich glaube, er wollte in diesem Fight unter anderem auch was beweisen. Auch was beweisen, was das Grappling angeht. Ich glaube, ihn haben diese Sprüche, diese Kommentare mit, Charles hat kein Ground Game, if Sambo was easy, it would be called Jiu-Jitsu. Ich glaube, das hat ihn schon ein bisschen mehr gefuchst, als vielleicht viele andere darauf angesprungen wären. Und ich glaube, dass er vielleicht da auch ein Statement machen wollte. Und auch andere Sachen, dass er, ja, auch in den anderen Fights ist er relativ viel zum Kopf gegangen und hat versucht, die Gegner auszunocken, logisch, aber was mir jetzt hier auch ein bisschen gefehlt hat, war gerade im Clinch, auch waren die Knie zum Körper, war einfach ein bisschen mehr die Variable in seinem Striking. Was nicht automatisch heißt, bevor jetzt auf der anderen Seite schon wieder ein Speer geflogen kommt, dass Charles dann auf jeden Fall gewonnen hätte, nur weil er einen anderen Gameplan hätte. Aber ich glaube, das wäre ein anderer Zugriff gewesen, wenn er nicht selber versucht hätte, den Boden irgendwo zu suchen, nicht die erste Runde dann schon in seiner Guard verbracht hätte. Ich glaube, er hat da ein bisschen mit Ego gekämpft. Ein bisschen wollte er einfach was beweisen und es war ein schwerwiegender Fehler hier gegen Islam, weil Islam schien vorbereitet zu sein in allen Aspekten. Clinch, Distanz, Infight, Grappling, oben. Ich glaube, selbst wenn er unten gelandet wäre, Islam war einfach ready auf alles vorbereitet. Trotzdem würde ich einen Fight von beiden irgendwann gerne nochmal sehen, um einfach zu schauen, kann Charles überhaupt irgendwas anderes machen? Oder wird es beim zweiten Mal identisch so ablaufen wie beim ersten Mal und es gibt da einfach für Charles mit seinem Skillset kein Mittel gegen Islam Makhachev. Wie sehr Gilbert Burns scheinbar an seinen Kumpel Charles Oliveira geglaubt hat, zeigt dieser Verlauf mit Ali Abdelaziz. Ali hat ihm gefragt, auf Twitter hat ihm die Frage gestellt, hey Junge, wo ist mein Geld? Und Gilbert Burns hat halt geantwortet und gesagt, keine Sorge, ist auf dem Weg und hat dann auch einen Screenshot geschickt. 50.000 haben beide wohl gewettet. Ali Abdelaziz, das rechne ich ihm dann doch hoch an. Ich meine, gut, in der Öffentlichkeit macht es wahrscheinlich keinen guten Eindruck. Manager, Klient, die wetten und der muss ihm da jetzt 50.000 schicken. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Ali sagt aber am Ende auch ganz klar, behalt deine Kohle. Also ich gehe davon aus, dass er das Geld auch nicht behalten will, sondern das war jetzt einfach so ein, hey, Wettschulden sind Ehrenschulden. Da erwarte ich dann auch natürlich vom anderen, dass er zumindest hier ist es. Ich überweise es dir. Aber ich denke, wenn man auch ein bisschen befreundet ist, dass man dann sagt, ja komm, 50.000 kannst du knicken. Ich wollte einfach nur öffentlich, dass du dazu stehst und dass ich meine Schulden hier quasi bei dir eintreiben kann. Denn Wettschulden sind halt Ehrenschulden. Viele Fighter, also das ist etwas, was ich vorher gesehen habe, kurze Randnotiz, ich will da jetzt nicht zu lange draus machen. Wenn ich jede News so voll laber wie jetzt gerade bei der Charles Oliveira News, dann wird das wieder das 1-Stunden-Video. Viele Fighter haben auf Charles Oliveira getippt, habe ich vorher auch gesehen und fast alle Coaches, zumindest von den Predictions, die ich gesehen habe,
haben auf Islam gesetzt. Ich glaube, Fans waren wirklich 50-50. Fans entscheiden da häufig einfach auch nach Sympathie. Das ist ganz einfach so. Da können sich wahrscheinlich die wenigsten von freisprechen, wenn man jetzt einen Fight hat, wo man irgendeine Sympathie hat, mehr für den einen oder mehr für den anderen, dass man dann eher dazu tendiert, ja, ich drücke eigentlich schon dem die Daumen, den ich auch ein bisschen sympathischer finde. Wenn man jetzt gar keinen Bezug hat zu den Fightern, ist es mit Sicherheit einfacher, dass man das dann einfach nüchtern betrachtet. Aber fand ich eine interessante Randnotiz, dass sehr, sehr viele Fighter gesagt haben, Charles. Aber alle Coaches, zumindest von denen ich so einen Breakdown gesehen habe, haben gesagt, ich würde mein Geld auf Islam setzen. Hoffen wir mal, dass die alle auch die Kohle dahin gepackt haben, wo ihr Mund gesprochen hat und ja, die jetzt alle ein Stückchen reicher aus diesem Fight rausgegangen sind. Wie geht's jetzt eigentlich weiter im Bantamgewicht? Und ja, natürlich, wir sprechen auch heute nochmal über Piotr Jan und Sugar Sean. Keine Sorge, das Thema müssen wir nochmal aufrollen. Aber es gab auch die Frage auf der Pressekonferenz, Yo Dana, wie sieht's eigentlich aus mit Henry Cejudo? Könnte der jetzt ein potenzieller nächster Gegner sein für Aljamain? Und Dana White meinte ganz ehrlich, der Name, der schwirrt mir jetzt auch schon gerade im Kopf rum, als ich jetzt die Frage gehört habe, wie geht's weiter im Bantamgewicht? Henry müsste jetzt auch ungefähr 6 Monate im USADA Testing Pool sein. Das heißt, er könnte definitiv kämpfen und ja, das ist ein Fight, der durchaus Sinn macht. Dana, das sagt er eigentlich nach jedem Event, der macht die Fights jetzt nicht auf der Pressekonferenz, dass er sagt, alles klar, hier mache ich das klar und den Fight, den garantiere ich euch, dass der kommen wird. Ultra selten, dass wir das mal von Dana White hören, außer es ist irgendwie eine kontroverse Geschichte und dann spricht er direkt über, ja, der Rückkampf muss kommen. Aber Henry Cejudo, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich auch aktuell von den Leuten, die ganz oben sind, hat er mit die beste Chance oder wäre der interessanteste Fight gegen Sterling. Denn gerade wenn wir uns die letzten Fights angucken, wo Sterling richtig geglänzt hat, also Fights, die ich richtig beeindruckend fand, waren unter anderem gegen Sandhagen, jetzt gegen TJ und auch gegen Piotr Jan der zweite Fight. Ja, gegen TJ die Verletzung von TJ, gegen Piotr Jan gab es da auch Runden, die ich für Jan gesehen habe und das war auch nicht ganz unkontrovers, diese Entscheidung, aber Jan so lange auf dem Boden zu halten, zu kontrollieren, ja, das ist eine Sache, das haben vor ihm nicht viele Leute geschafft. Aber Henry Cejudo mit seinem Ringen, mit seinem Wrestling, dazu der Geschwindigkeit, der Knockout-Power, die er hat, das ist ein sehr interessanter Gegner. Ob es Aljamain Sterling auch gegen Cejudo schafft. Wobei wir ja festhalten müssen, ja, das Ringen hat Sterling auch, aber Brazilian Jiu-Jitsu, das Grappling auf dem Boden, ist nochmal eine etwas andere Nummer als reines Ringen. Ich glaube, beim Ringen tippe ich auf Henry Cejudo 7 Tage in der Woche, sonntags 2-mal im Vergleich zu Aljamain Sterling. Aber wenn diese Grappling, diese Submission-Komponente, dieses Kontrollieren auf dem Boden noch dazukommt, da ist Sterling wirklich ein sehr, sehr guter Mann. Wäre mit Sicherheit für Henry Cejudo eine Win-Win-Situation, wenn er da direkt einen Title-Shot bekommen sollte. Aber da die Situation jetzt im Bantamgewicht nicht so ganz klar zu sein scheint, und ich spreche in den nächsten News nochmal drüber, was, wieso, weshalb, wie geht es da möglicherweise weiter, meiner Meinung nach, denke ich, dass das gar nicht so unrealistisch ist, dass man jetzt sagt, komm, wenn Henry Cejudo fit ist, in Form ist, ein Trainingscamp machen will, den Titelkampf, denke ich mal, nimmt er definitiv mit, weil ja auch Volkanovski quasi noch woanders beschäftigt sein wird. Für Sterling mit Sicherheit ein interessanter Fight, weil jeder Champion, der Champion geworden ist, nachdem ein anderer Fighter seinen Gürtel abgegeben hat oder zurückgetreten ist, also nicht sauber in einem Fight verloren hat, gilt ja für viele als, ja, ja, er ist zwar Champion, aber eigentlich nur, weil der andere nicht mehr da ist. Und um diesen Anspruch einfach legitim durchzusetzen, braucht er diesen Fight. Gegen Henry Cejudo braucht er natürlich dann auch einen Sieg. Und deswegen glaube ich, dass ein Fight für beide Seiten, den die sofort annehmen würden, der sehr, sehr interessant ist vom Stil her, mit der interessanteste Fight, den ich momentan im Bantamgewicht für Sterling vom Stil her sehe. Und damit kommen wir nochmal zu Sugar Sean O'Malley und Piotr Jan. Und lassen wir mal Michael Bisping zu Wort kommen. Ehemaliger UFC-Fighter, ehemaliger Champion, jetzt Kommentator, hat einen eigenen Podcast, hat über diesen Kampf gesprochen. Er sagt, das war ein enger Fight, ein sehr, sehr knapper Kampf. Und er sagt selber, er glaubt, dass Sugar die erste Runde gewonnen hat, weil Jan zu langsam angefangen hat. Und er glaubt aber, dass gegen Ende Piotr Jan gewonnen hat, aber gleichzeitig nicht denkt, dass es irgendwie eine Robbery gewesen ist. Also, dass da irgendwie Jan massiv beraubt wurde, weil es halt ein sehr, sehr knapper Fight gewesen ist. Und er sagt, das Nummer 1 Kriterium für die Punkterichter
ist der Schaden. Und wenn man sich Piotr Jan angeguckt hat, dann hat er wohl den meisten Schaden in diesem Fight bekommen. So, das ist jetzt einmal die Meinung von Bisping. Auch hier muss ich natürlich dazu sagen, ja, natürlich hat er so ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit in diesem Terrain, weil er halt ehemaliger Fighter, nicht nur ehemaliger Fighter, Weltklasse-Fighter-Champion ist. Natürlich vertraut man dann noch ein Stück weit mehr auf seine Meinung, als jetzt von irgendeinem Typ, der hier in seinem Keller ein bisschen was aufgebaut hat. Safe, verstehe ich. In diesem Fall bin ich ja auch Bispings Meinung. Ich glaube auch, Piotr Jan hat diesen Fight gewonnen. Aber am Ende des Tages hat auch Michael Bisping natürlich nur eine Meinung. So wie wir alle. Und wenn man die irgendwo an Fakten knüpft oder die irgendwie mit Argumenten unterlegen kann, warum sollte jetzt unsere Meinung wahnsinnig schlechter sein als die von Bisping? Da sehe ich jetzt keinen Grund drin. Was ich jetzt viel gelesen habe, ist, dass einige gesagt haben, macht die Augen auf, das ist einfach nur eine politische Geschichte. Oder macht die Augen auf, die UFC wollte Sean O'Malley jetzt einfach nur pushen. So einmal glaube ich nicht, dass jetzt alle, die diesen Fight für O'Malley gewertet haben, die komplett blinden Schafe sind. Ich selber habe diesen Fight für Piotr Jan gewertet. Wenn ihr mich fragen würdet, auch jetzt, nachdem ich mir den Fight nochmal angeguckt habe, würde ich sagen, Jan hat meiner Meinung nach genug gemacht, um diesen Fight zu gewinnen. Ich hatte spontan nach dem Fight, habe ich sogar gesagt, alle drei Runden habe ich ihn knapp vorne gesehen. Nochmal angeguckt, ja, in der dritten Runde hat Sean Sugar guten Schaden gemacht, würde ich ihm die dritte geben, aber erste und zweite habe ich Jan auch vorne gesehen. Also das nur dazu. Ich bin noch nicht mal auf der Seite, dass ich sage, Sugar hätte diesen Fight gewinnen müssen. Aber ich sträube mich halt dagegen, mich jetzt so arrogant hinzustellen, zu sagen, ja, nur meine Sicht ist die richtige. Wenn die andere Seite halt irgendwelche Argumente hat, und die gibt es in diesem Fight. Spulen wir mal ein bisschen zurück. Ganz, ganz viele haben sich aufgeregt und gesagt, bei dem Fight Sterling und Jan, dem zweiten Fight, wie kann es sein, dass Sterling da diese Runden gewonnen hat? Ja, der hatte Kontrolle, aber der hat gar keinen Schaden gemacht. Das war nicht effektiv. So, jetzt spulen wir ein bisschen weiter, haben diesen Fight, sehen wahnsinnig viel Kontrolle von Piotr Jan, aber auch da keinen Schaden. Und wie effektiv ist das am Ende gewesen? Trotzdem sind jetzt relativ viele da, die dann sagen, ja, Piotr Jan sollte diesen Fight absolut gewinnen. Kann man natürlich genauso umdrehen. Die Leute, die damals bei Sterling gesagt haben, ja klar, der hat den Fight gewonnen wegen der Kontrollzeit, die müssten ja jetzt voll bei Piotr Jan sein und sagen, der hat den Fight auch gewonnen wegen der Kontrollzeit. Kann man natürlich in beide Richtungen auslegen, dieses Argument. Man kann darüber quatschen. Meine Meinung sieht so aus, Piotr Jan war es, aber ich höre auch die Leute oder akzeptiere, dass einige sagen, nee, ich sehe Sugar Sean O'Malley hat hier genug gemacht. Und am Ende des Tages, muss ich auch dazu sagen, war ein geiler Fight. Hat Spaß gemacht. Beide Männer haben sich sehr, sehr viel, wenn nicht sogar fast alles, abverlangt. Und ob jetzt die Entscheidung dann zu dem einen oder zu dem anderen geht, ich glaube, von keinem ist jetzt der sportliche Marktwert wahnsinnig gesunken nach diesem Fight. Im Zweifel vielleicht sogar eher für Piotr Jan, weil er natürlich das Risiko eingegangen ist, gegen einen Fighter zu kämpfen, der in den Rankings weit hinter ihm steht. Und da haben viele erwartet, dass er ihn eigentlich finishen wird. Eine andere Sache, die ich halt häufiger gelesen habe jetzt, war, dass das Ganze halt eine politische Entscheidung ist. Wir leben ja alle auf demselben Planeten. Wir sehen alle die verrückten Sachen, die abgehen. Ich würde fast nichts in diesem Leben zu 100% ausschließen. Fast gar nichts. Dass immer noch eine Möglichkeit da ist, dass etwas so sein kann. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass die UFC jetzt die Punkterichter beziehungsweise erstmal die Kampfkommission in Abu Dhabi bestochen hat, damit die gewisse Punkterichter einsetzen, die ebenfalls von der UFC bestochen wurden, weil die UFC legt ja nicht Ringrichter und Punkterichter fest. Das macht immer die Kampfkommission. Natürlich ist das möglich. Es ist ja nicht komplett ausgeschlossen, dass sowas passieren kann. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass die UFC den gesamten Ruf daran knüpft, dass da einer dann irgendwann nicht auspackt? Sei es von der Kommission oder sei es von den Punkterichtern. Das Argument ist halt, man macht das Ganze politisch, man sagt, weil Jan Russe ist, möchte man nicht, dass er diesen Fight gewinnt. Und deswegen hat man die Punkterichter bestochen. Was wäre denn passiert, wenn Jan O'Malley vorher K.O. geschlagen hätte? Hätten die den mit Riechsalz wieder hingestellt und der Referee hätte den irgendwie einen Kopf unter den Arm genommen und den dann im Tango durch den Käfig getragen? Die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus da gewesen, dass Jan ihn einfach nur ausgenockt hätte. Und es gab ja auch andere Fighter auf dieser Card, die mit russischer Flagge aufgelaufen sind, unter anderem Islam Makhachev. Warum hat man dem denn überhaupt diesen Title Shot gegeben? Wenn man russischsprachige Fighter oder Leute, die aus Russland kommen, nicht pushen will oder nicht im Rampenlicht haben will.
dann ist es doch viel zu riskant, die überhaupt auf die Cards zu packen. Erschließt sich mir nicht, warum, welchen Sinn oder welchen Vorteil hätte die UFC dadurch? Anderes Argument, was ich dann gehört habe, ja, Sugar Sean O'Malley will man einfach pushen. Auch das ist eine Möglichkeit. Einmal wissen wir gar nicht, welche Auswirkungen hat überhaupt der Name von O'Malley auf die Pay-Per-View-Zahlen. Ist er so ein Zuschauermagnet wie ein Conor? Ich glaube, Conor hat in dem Stadium seiner Karriere, in dem sich jetzt vielleicht Sugar befindet, schon deutlich mehr Augen auf sich gezogen, als das O'Malley getan hat. Plus, die UFC hätte es doch viel einfacher haben können. Man hätte doch weiterhin Gegner wählen können, die sehr, sehr gut auf Sugar Sean O'Malley passen, vom Stil her. Und ihn einfach noch 2, 3, 4, 5 Siege holen lassen können und ihn dann irgendwann einfach den Title Shot geben. Ist doch die Promotion der UFC. Sie können doch da... Sie müssen sich nicht an die Rankings halten. Man muss das der Kommission natürlich erklären. Wenn man jetzt jemanden auf Ranking 217 reinpacken will, dann kann die Kampfkommission sagen nein. Aber wenn man jetzt jemanden in die Rankings pusht mit relativ einfachen Fights, warum sollte man sich das Ganze so kompliziert machen? Das verstehe ich nicht. Damit will ich das nicht zu 100% ausschließen. Aber wenn man sieht, dass auch andere Fighter auf dieser Card gewesen sind, unter anderem auch ein Krylov, der in der Ukraine geboren ist, aber bewusst Dana White angesprochen hat, aber schon vor einigen Events, er möchte nicht unter ukrainischer Flagge kämpfen, sich zwar jetzt selber auch nicht irgendwie großartig geäußert hat, ich will es jetzt hier nicht politisch werden lassen, aber da ist ja schon so ein bisschen zu erkennen, scheinbar ist da jemand, der dann vielleicht etwas mehr mit Russland sympathisiert. Der hat ja seine Punkteentscheidung auch gewonnen gegen Özdemir. Warum hat man den denn da nicht irgendwie boykottiert oder da auch dafür gesorgt, dass der bloß keinen Sieg holt, wenn es um was Politisches geht? Manchmal verleitet es einen, dass man vielleicht ein bisschen zu sehr in die Verschwörungsecke gerät. Und wenn es da auch irgendeine Grundlage gibt, okay, aber wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, ich habe eins und eins zusammengezählt und das muss so sein, na, vorsichtig, vorsichtig. Mit dieser Mathematik, das muss nicht immer so sein, nur weil man das selber so sieht. Ich will es nicht ausschließen, aber ich persönlich sehe da jetzt nicht so viele Dinge, die darauf hindeuten, dass die UFC da irgendwelche politischen Spielchen machen sollte. Dann hätten die auch einfach Kämpfer aus Russland ausschließen können und sagen können, mit denen arbeiten wir nicht mehr zusammen, die promoten wir nicht mehr, ist ja nicht passiert. Ich glaube nicht, dass es diesen Background gegeben hat. Es war ein sehr, sehr knapper Fight. Ich hätte ihn Piotr Jan gegeben. 2 der 3 Judges haben ihn Sugar Sean O'Malley gegeben. Mund abwischen und weitermachen. Das waren jetzt 2 Fights, die nicht im Sinne von Piotr Jan verlaufen sind. Das waren aber auch 2 sehr, sehr enge Fights. Für mich waren das nicht 2 Fights, wo ich gesehen habe, einmal 5 und einmal 3 Runden. Hey, Piotr Jan hat den doch durchs Octagon gewichst, links und rechts. 15 Knockdowns und Submission-Versuche und der war immer kurz davor, am Ende zu sein. Wenn wir sowas sehen, dann steige ich ein ins Boot. Wenn wir so einen Fight sehen mit 100-0 Schlägen, 15-0 Takedowns, nur Knockdowns, die wir gesehen haben, wo der Referee bei Ground and Pound nicht dazwischen gegangen ist. Dann bin ich irgendwann auch an Bord und sage, okay, irgendwas stimmt da nicht. Aber bei diesen knappen Nummern, ich bin noch nicht überzeugt. Und mit dem gerade eben angesprochenen Sugar Sean machen wir jetzt auch weiter, denn ja, der hat wieder was gebracht, wo ich sage, nicht so cool, Bryce Mitchell, weil nicht so cool sage ich, okay, grundsätzlich, wir sind ja auch alle keine Kinder von Traurigkeit. Ne? Also man muss auch mal irgendwie einen Spruch einstecken können und irgendwelche anderen Sachen. Aber das ist, glaube ich, auch eine Gefahr, die viele sehen, wenn wir zunehmend Trash-Talk unter der Gürtellinie und gerade wenn Familienmitglieder mit einbezogen werden, tolerieren, dass das dann irgendwann salonfähig wird. Dass das dann irgendwann ganz normal ist. Also lass mir ein kurzes Beispiel mal geben. So, in meiner Jugend, die schon ein bisschen was her ist, da war es unter Freunden natürlich erst recht ein Unding, wenn man jetzt irgendwie just for fun die Eltern des anderen beleidigt hat. Du Huren, du Bastard, was auch immer. Unter Freunden war das ein Unding. Da wusste man immer, okay, jetzt ist ernst. Du Wichser, du Spaß, was auch immer, hat man mal rausgehauen. Aber alles, was dann eine Stufe weiterging, wusste man, okay, das ist jetzt eine Sache, die, also da muss der eine sich dann schon entschuldigen oder das wird eskalieren. Auch natürlich bei Fremden dann erst recht. Ne? Wenn gewisse Worte fallen, dann wusste man, okay, gleich steht es kurz vor der Eskalation. Wenn ich heute manchmal so mit reinhöre, auch bei gerade bei etwas Jüngeren, da scheinen für mich diese Beleidigungen manchmal auch unter Freunden so gang und gäbe zu sein. Wo ich sehr erstaunt bin. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wie gesagt, da waren das Sachen, die hast du nicht zum Spaß zu einem Kumpel gesagt, dann wusstest du, okay, jetzt ist gleich all in. Das nur schon mal vorab.
Es kann sein, dass halt auch dieser Trash-Talk, dass es dann irgendwann salonfähig wird und ja, dann ist es irgendwann gar kein Problem mehr, wenn du einfach sagst, ja, keine Ahnung, das sage ich über deinen Vater, das über deine Mutter, das über den, das über jeden. Sugar Sean hat auf Bryce Mitchell reagiert, der gesagt hat, Sugar Sean hat sich das nicht verdient für ihn, diese Position überhaupt gegen Jan zu kämpfen. Und ja, Sugar Sean hat darauf reagiert. Ich lass das mal laufen. Your dad fucked his sister to make you. Also, ne, dass halt Inzucht herrscht in der Familie Mitchell. Das natürlich in den USA auch so ein, mit dem Akzent, den Bryce Mitchell noch hat. Und er selber, glaube ich, macht ja auch keinen Hehl aus, dass er so ein Junge vom Land ist, dass da gewisse Vorurteile mit einhergehen. Ja, ich möchte nicht immer zu, oh, das dürfen wir nicht und das dürfen wir nicht, weil, ja, man muss natürlich manchmal auch was abkönnen. Ich finde, man selber ja, aber lass doch immer so den Dunstkreis der eigenen Familie einfach so ein bisschen außen vor. Ich habe das schon häufiger gesagt, wenn da auch irgendwelche anderen Parteien noch involviert sind, die Frau von Bryce Mitchell, ich weiß nicht, ob er Kinder hat, die dann auch zur Schule gehen, die sich das dann eventuell auch anhören müssen, das zieht dann halt immer so einen langen Rattenschwanz hinter sich her. Ich glaube, den braucht kein Mensch. Man kann ja Bryce Mitchell auf vielen Ebenen, kann man sich ja irgendwie über ihn lustig machen oder versuchen, einen auszuteilen. Ich glaube, der hat sich ja fast mal mit einem Bohrer das Gemächt weggedrillt oder mit dieser flachen Erde. Greif ihn persönlich an. Versuche ihn da irgendwie lächerlich zu machen, was ich drücke mir irgendeinen Spruch. Aber das ist, ja, bin ich kein großer Fan von, sowas mit reinzubringen. Will ich jetzt auch nicht immer anderen Fightern die Schuld für geben, weil es jetzt Fighter davor gemacht haben, ob es jetzt ein Colby ist, ob es ein Connor ist. Sugar Sean ist ein erwachsener Mann, der muss nicht das machen, was andere machen. Und diese anderen Fighter sind noch nicht dafür verantwortlich, was dann andere Männer machen. Ich denke da auch immer wirklich ein bisschen mehr an die Jugend und an die jüngeren Fans, die das dann sehen und ja, wirft kein gutes Licht drauf. Und gerade bei Sugar Sean, denke ich mir, sitzt jetzt da. Ich finde den Typen witzig, ich finde ihn sympathisch, ist ein toller Fighter. Aber wenn er die Chance bekommt und auf der Pressekonferenz sitzt oder im Post-Fight-Interview, so ein nice fight, dann denke ich mir, wo sind die Coronas jetzt oder der coole, der witzige Spruch, den du dann jetzt hier auf Instagram raushaust. Da würde ich mir das mehr wünschen, mach's, wenn das Mikrofon auf dich gerichtet ist. Wenn du im Rampenlicht stehst, dann musst du performen, dann musst du abliefern. Hier, bisschen billig die Aussage von Sugar Sean, für mich zumindest. Machen wir weiter mit Connor. Passt vielleicht von der Überleitung ein bisschen. Ich muss direkt von Anfang an sagen, Connor ist ein Mann, der versteht sein Handwerk. Der versteht es und aktuell ist sein Handwerk nicht das Kämpfen. Aktuell ist es nicht das Kämpfen, weil noch verletzt, nicht aktiv im Moment. Aktuell ist sein Handwerk, so verstehe ich das, irgendwie relevant bleiben. Ist auf Twitter vielleicht die einzige Möglichkeit, die er jetzt hat, weil er kein aktiver Fighter ist. Viele, viele andere Kämpfer vergessen, dass das mittlerweile auch dazugehört. Nicht jetzt andere Leute zu beleidigen, sondern einfach relevant zu bleiben. Und Connor schafft das immer wieder gut, als hätte er dieses Playbook, wo er immer wieder sagt, pass auf, so und so muss er das machen. Ein Event, wo es gar nicht um ihn ging, wo niemand ihn herausgefordert hat, wo niemand nur den Gedanken daran verschwendet hat, ihn herauszufordern, hat er es jetzt geschafft, sich wieder so ein bisschen ins Rampenlicht zu bringen. Natürlich sind da auch solche Pappnasen wie ich schuld, die ihm dann diese Bühne hier geben, beziehungsweise ich noch nicht mal so sehr, sondern dann noch die Jungs und Mädels, die viel mehr Plattform bieten können, die deutlich mehr Followerzahlen haben. Aber da machen sich die Berichterstatter natürlich ein Stück weit mit schuldig in Anführungsstrichen. Ich finde es ja nicht verwerflich. Es gehört einfach dazu mittlerweile. Hat ein Bild gepostet von Islam und von Alexander Volkanovski mit den Gürteln und sagt, ja, meine beiden Gürtel, getragen von zwei Ticks, glaube ich Wanzen, ist das die Übersetzung dafür, und der Kampf macht nicht mal 10 Käufe, also 10 Pay-Per-View-Käufe. Natürlich da der Seitenhieb von Conor in Richtung, ihr habt keine Strahlkraft und deswegen ist auch jemand wie Conor halt immer noch irgendwo relevant. Ich muss dazu sagen, ja, vielleicht ist das am Ende des Tages so, vielleicht machen die beiden wirklich, den werden es jetzt nicht sein, aber lass die 100.000 machen, was Kackzahlen wären für Champion gegen Champion. Interessiert mich als Fan aber ehrlich gesagt nicht. Mich als Fan interessiert auch jetzt, natürlich hoffe ich für alle Fighter auf der Karte, dass die gut Kohle verdient haben und dass die UFC dann auch weiterhin solche Fights auf die Beine stellt, die jetzt nicht nur mit Trash-Talk, sondern auch einfach mit Qualität. Ich gönne das allen Fightern, dass dieser Pay-Per-View wahnsinnig abreißt, aber wenn jetzt auch Charles Oliveira gegen Islam 50.000 Pay-Per-Views verkauft, dann ist mir das relativ egal. Aus Fansicht. Ich sag da nicht, oh super.
Jetzt kann ich damit angeben, dass irgendein Fighter so und so viele Pay-Per-Views verkauft hat, weil ich den Fighter toll finde. Ist mir wurscht. Ich will geile Fights sehen. Da bin ich als Fan sehr egoistisch. Ich will qualitativ die interessantesten, hochwertigsten Fights sehen. Haben wir jetzt hier gehabt. Charles Oliveira, Islam Makhachev, zwei Bomben-Fighter. Volkanovski, Islam, zwei Super-Fighter. Freue ich mich, wenn ich die sehen kann. Natürlich muss Conor jetzt irgendwo gucken, wo kann er irgendwo piesacken. Und er hat ja noch weitergemacht, hat gesagt, er fühlt sich übel selbstbewusst. Gesagt, ist ruhig, von allen Emotionen losgelöst. Und ja, bereit, irgendwas passieren zu lassen. Er sagt, er visualisiert das Ganze schon wieder. Er sieht es direkt vor sich und er sagt, er wird mehrmals kämpfen, bis dieser Film Roadhouse, den er jetzt abgedreht hat, überhaupt rauskommt. Mehrmals kämpfen. Da auch interessant ein Kommentar von Dana White, der angesprochen auf Conor McGregor und USADA sagt, ja, Conor muss definitiv 6 Monate im USADA-Testing-Pool drin sein. Vorher kann er nicht kämpfen. Auch da gibt es für ihn keine Ausnahme. Interessante Randnotiz. Nach wie vor scheint er ja nicht getestet zu werden. Conor McGregor will mehrfach kämpfen. Conor McGregor sagt, ich bin zuversichtlich, ich bin ruhig, ich bin frei von allen Emotionen. Ist jetzt natürlich, und ich habe gerade das gelobt, eine Profession, die er momentan sehr gut ausübt, aber ist halt natürlich nur Twitter. Twitter und dann Realität im Käfig, das sind einfach zwei Paar Schuhe. Und wo ich ihn lobe, wo ich sage, gut, dass er relevant bleibt, da versteht er sein Handwerk wie kaum ein Zweiter, muss ich auch sagen, schlecht wirkt das in solchen Momenten wie mit Ben Askren, ist er ja auch aneinander geraten und dann war es fast schon so eine Art Rechtfertigen oder ein, wenn du glaubst, ich hätte keine Chance oder nicht den richtigen Stil, um dagegen, dann halt dein Maul und dann auch mit Fans da immer wieder zu argumentieren, ich habe den richtigen Stil, ihr werdet sehen, der Mann ist Champ. Der hat es eigentlich nicht nötig, jetzt mit anderen Fightern seine eigenen Skills online zu debattieren oder zu rechtfertigen, drüber zu quatschen. Lässt ihn im Endeffekt für mich nur schwächer dastehen, wenn er sowas macht. Gut, er löscht sowieso immer alles, was er irgendwie raus hat, oder 90% zumindest, ist danach eh nicht mehr sichtbar für ihn, wobei natürlich jeder einen Screenshot macht. Aber das sind halt Sachen, wo ich sage, da würde ich mir wünschen, dass, wenn er einen PR-Berater hat, der ihm sagt, pass auf, bleib doch on point, bleib auf einer Spur. Zieh das so durch und nicht Hü und Hot, hier, ich bin ruhig und ohne jegliche Emotionen und auf der anderen Seite dann doch Ben Askren am Beleidigen ausfallend werden, ein Stück weit Emotion ist dann natürlich immer ein bisschen mit dabei. Und damit nehmen wir jetzt Alexander Volkanovski mit ins Boot, denn der hat für mich es genau richtig gemacht. So wie, also, es gibt einige Leute wie ein Chael Sonnen, auch ein Conor McGregor, die sind nicht einfach verbal auszukontern. Oder zumindest so sprachlos zurückzulassen. Und Volkanovski hat es fast geschafft. Denn er hat einen ehemals weisen Mann zitiert, hat gesagt, ein ehemals weiser Mann hat mal gesagt, Gewinner fokussieren sich aufs Gewinnen, Verlierer fokussieren sich auf Gewinner. Natürlich angesprochen, dass Conor McGregor hier jetzt im Anschluss über Volkanovski und über Islam Makhachev gesprochen hat. Und Conor ist darauf eingegangen, hat gesagt, ey, ich beobachte nur und gebe meine Meinung dazu ab, das ist alles. Sagt dann aber auch, ich bin froh, dich erfolgreich zu sehen und ich werde zurückkommen, es ist noch nicht vorbei und das weißt du selber auch. Und Volkanovski, genauso wie ich mir das vorstelle, mit ruhig, zuversichtlich, frei von irgendwelchen Emotionen, sagt, Respekt, Bruder, ich freue mich, dich willkommen heißen zu dürfen, wenn du zurückkehrst. Also, ich finde, so nimmt man Conor sehr gut, auch online, was schwierig ist, so ein bisschen Wind aus den Segeln. Und Conor hat dann noch einen Ratschlag für Alexander Volkanovski und sagt, ne, also wir werden auch mal ein Tänzchen wagen, keine Sorge. Er sagt, ich stand auch mal in deiner Position, von 145 Pfund hochzukommen. Er sagt, viel Glück, aber wenn ich dir einen Tipp geben darf, oder er fragt nicht, ob ich dir einen geben darf, sondern ich gebe dir einen Tipp, komm schwer in diesen Fight. So wie in deiner Rugby-Zeit. Ich glaube, Volkanovski hat ja mal über 90 Kilo gewogen in seiner Rugby-Zeit. Sagt, sei eine Bowlingkugel. Sagt, Rest von deiner sonstigen Verfassung, von deiner Kondition kann ich jetzt nicht viel sagen, aber der Bowlingkugel-Stil, der ist der richtige für dich. Vielleicht auch an die Frisur angelehnt von Alexander Volkanovski. Wir bleiben bei Alexander Volkanovski, denn der hat sich natürlich auch über diesen Fight und deswegen baue ich jetzt diese Brücke von du steigst auf. Wie sehen eigentlich die Chancen aus von Alexander Volkanovski gegen Islam Makhachev? Izzy hat sich den Fight angeguckt, postet ja auf seinem Kanal, auf seinem YouTube-Kanal immer seine Reactions und hat gesagt, sie sind nicht bereit. Sie wissen nicht,
Sie verstehen nicht, was auf sie zukommt. Alexander Volkanovski natürlich seinem Teamkameraden. Und Volk hat selber auch gesagt, ja, ich bin klein, aber ich... Andere haben auch schon gesagt, der ist klein und dann hat sich plötzlich ihr Blick verändert, als ich sie ins Gesicht geschlagen habe. Ich bin klein, aber deswegen auch schwer auf den Boden zu bringen. Kurze Beine, die stehen plötzlich schnell wieder unter mir und ich bin nicht leicht auf dem Boden zu halten. Also Volkanovski sagt, ich nehme wahr, dass es eine große, eine schwierige Herausforderung ist, aber für mich keine unlösbare. Und ich muss dazu sagen, City Kickboxing, ich glaube, das ist ein Team, die werden sich richtig reinknien, um eine Lösung zu finden. Für, ich hätte jetzt fast gesagt Dagestan, aber für diesen Stil aus Dagestan, für Islam Makhachev. Ob er eine Lösung finden wird, weil ich gehe, oder ich bin sehr zuversichtlich, dass in diesem Fight Volkanovski nicht nur körperlich der kleinere Mann sein wird, sondern auch von der Statur, von der Muskelmasse her. Islam Makhachev ist, glaube ich, ein extrem kräftiger Fighter. Und ob Volkanovski, weil ja Conor McGregor gesagt hat, versucht wieder den Rugby-Volk rauszuholen, in so einer kurzen Zeit, nee, wir sind jetzt im Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, dann findet der Fighter da statt. Also nehmen wir mal an, 3-4 Monate. Natürlich kann man da ein bisschen Gewicht zulegen. Aber Gewicht zulegen, zu trainieren mit diesem Gewicht, zu wissen, wie verhält sich mein Körper dann in Runde 4, 5, das ist schwierig. Nicht umsonst haben GSP und auch John Jones sich lange vorbereitet, bis sie diesen Sprung gewagt haben auf eine höhere Gewichtsklasse. Wenn Volkanovski jetzt ein Jahr Zeit hätte, würde ich sagen, ja, glaube ich schon, dass er sich körperlich auch anpassen kann. Und natürlich kann das beim Grappling auch ein Vorteil sein. Ich will jetzt noch nicht diesen Fight komplett analysieren. Am Ende kommt er wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich glaube auch, gegen einen klassischen Ringer ist es schon ein Vorteil, wenn du so ein bisschen untersetzter bist, also ein bisschen kleiner bist, kräftiger bist, niedrigen Schwerpunkt hast. Die Jungs aus Dagestan machen es erfahrungsgemäß ein bisschen anders. Die arbeiten viel mit dem Käfig, die arbeiten viel mit so einem Bodylock. Da ist gar nicht so viel mit, ich komme jetzt direkt mit dem Double Leg Takedown und versuche dich hier von den Beinen zu holen. Interessanter Fight. Trotzdem, auch wenn ich hier Islam wirklich als Favoriten in diesem Kampf sehe, ist es aber meistens derjenige in der höheren Gewichtsklasse. Schauen wir mal. Volkanovski mit Sicherheit von den Skills steht nicht umsonst Pound for Pound auf Nummer 1. Eine Herausforderung und ja, früher oder später werden Islam eventuell die Herausforderungen ausgehen. Aber darüber sprechen wir auch gleich noch, was vielleicht da irgendwann am Horizont für ihn sichtbar wird. Volkanovski ist auf jeden Fall zuversichtlich, geht, wie ich finde, sehr gut um mit Conor McGregor, so wie man das machen muss. Zwar respektvoll, aber auch den einen oder anderen Zeigefinger rauszuholen, um ihm aufzuzeigen, hey, früher hast du so geredet, jetzt machst du es so. Volkanovski, rein nicht nur von den Skills, auch von der Art, wie er sich verhält, ich werde immer mehr ein Fan von dem Mann. 1 Million. Also ich bin ehrlich, die Zahl hat mich ein bisschen überrascht. $1 Million soll Islam Makhachev bzw. Team Khabib für das Trainingscamp für 280 ausgegeben haben. Laut DC, und ich glaube, der ist nah genug dran, um das beurteilen zu können. 1 Million klingt erstmal nach einer Menge Holz. Das ist eine Menge Kohle. Sollte vielleicht dem einen oder anderen nochmal verdeutlichen, nee, dass die Kämpfer auch nach mehr Bezahlung schreien, liegt auch daran, dass die Kosten ziemlich hoch sind von so einem Trainingscamp. Natürlich wird jetzt nicht jeder die Million da reinbuttern. Aber auch für Fighter, die nicht auf diesem Niveau kämpfen, Trainer zu bezahlen, vielleicht Ernährungsberater zu bezahlen, Trainingspartner um sich herum zu haben, das sind natürlich alles Kosten, die man erstmal stemmen muss. Die letzte konkrete Zahl, die ich mal gehört habe, war, glaube ich, von dem zweiten Conor-Diaz-Fight, wo Conor wohl auch Richtung 500.000 gegangen ist. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, die Zahl habe ich irgendwo noch im Hinterkopf. Und Islam oder Team Khabib hat jetzt scheinbar die Millionen ausgepackt. Man wollte nichts dem Zufall überlassen. Also es schien ein High-Class-Trainingscamp zu sein. Wobei, die Jungs waren natürlich schon etwas länger in Abu Dhabi. Auch wenn die mit Sicherheit die Gastfreundschaft in Abu Dhabi genossen haben, irgendwelche Sachen anzumieten, Trainingspartner und alle rüberzubringen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn jetzt Khabib irgendwelche Jungs mit rübernimmt zu Islams Fight, dass die irgendwas bezahlen müssen. Dass die da sich um Essen, Auto, Verpflegung, also um irgendwas kümmern müssen. Ich glaube, das ist da so ein All-Inclusive Paket, was drin ist, das wird natürlich die Kosten auch relativ schnell in die Höhe treiben. Aber ich bin mir sicher, auch ein Löwenanteil wird wirklich in sehr, sehr professionelle Vorbereitungen reingeflossen sein. Und Islam hat ja 2 Trainingscamps gemacht. In Russland, in Dagestan 2 Camps, nicht bei AKA, wo das normalerweise der Fall ist, sondern Javier Mendes ist erst in Abu Dhabi bei ihm dazugestoßen. Also hat sich schon sehr, sehr intensiv auf diesen Fight vorbereitet. Mit Sicherheit, also häufig,
auch diesen Fehler, den mache ich hin und wieder mal, dass wir Fighter, wenn wir die bewerten, von den Skills, von den Möglichkeiten, vielleicht etwas zu statisch sehen. Dass wir sagen, Fighter A hat ein-, zweimal in seinem Leben eine Overhand abbekommen und ist zu Boden gegangen. Der ist jetzt immer anfällig für eine Overhand. Oder Fighter B wurde zwei-, dreimal submitted. Der ist jetzt immer anfällig für Submissions. Fighter verbessern sich natürlich auch. Und ich glaube, bei Islam, wenn wir auch gucken, die letzten Fights, die ich ja auch ein bisschen analysiert habe, in meiner Prognose jetzt für dieses Event, schien für mich nochmal einen deutlichen Sprung nach oben gemacht zu haben. Gerade was auch das Striking angeht. Das sah für mich sehr on point aus in diesem Fight gegen Charles. Wurde selber fast gar nicht sauber getroffen, hat aber Charles dafür sehr, sehr häufig sauber erwischt. Also das Striking schien nochmal richtig on point zu sein. Bei Islam, ich habe es gerade gesagt, können wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil gleich das nächste Thema, das ist auch eine gute Überleitung. Bei Islam ist natürlich jetzt die Frage, wie geht's weiter? Ist er jetzt der Unantastbare sofort? So schnell bin ich auch nicht mit meinen, also mit den Lobpreisungen. Natürlich sah er jetzt fantastisch aus, aber jeder Kämpfer ist am Ende des Tages auch nur ein Mensch. Jeder Kämpfer kann irgendwo mit der richtigen Taktik oder an einem schlechten Tag auch besiegt werden. Aber er hat mit Sicherheit jetzt Eindruck hinterlassen in dieser Division. Die nächsten Contender werden sich immer finden. Das wird nie aufhören. Er wird jetzt erstmal gegen Volkanovski kämpfen. Aber was ich ja bei Islam sehr, sehr interessant finde, sehr ambitioniert auch, dass er mit dem Weltergewicht flirtet, dass er da aufsteigen möchte. Und da gibt es natürlich jede Menge interessante Fights. Ich glaube, viele hat er mit Sicherheit jetzt schon überzeugen können von seinen Skills in diesem Fight gegen Charles Oliveira. Aber wenn er es wirklich schafft, aufzusteigen und dort gegen sehr, sehr viele Grappler, die ihm körperlich dann vielleicht nicht nur ebenbürtig, sondern teilweise sogar überlegen sind, wenn er da auch abreißen kann. Ich glaube, dann wird Islam Makhachev, das ist jetzt viel Zukunftsmusik, aber dann hat er auch das gemacht, was Khabib nie gemacht hat. Was viele Leute Khabib im Nachhinein, was heißt vorwerfen, aber was sie bemängeln, was noch gefehlt hätte in seiner Karriere. Wenn Islam das wirklich macht, dann ist das verflucht beeindruckend. Erstmal würde ich ihm auch raten, sammel deine Minimum 4 Titelverteidigungen, dann gibt es nämlich keine Debatte über wer ist GOAT, wer ist nicht GOAT. Dann hast du zumindest die Statistik auf deiner Seite im Leichtgewicht. 4 Titelverteidigungen hat nämlich noch keiner geschafft. Und dann aufzusteigen und ins Weltergewicht zu gehen und da eventuell einen Titel zu gewinnen. Ja, das könnte schon eine ziemlich knackige Legacy sein, falls das alles so kommen sollte. Und damit als Überleitung kommen wir zu Khamzat Chimaev beziehungsweise zu dem Streit mit Abu Bakr. Habt ihr mit Sicherheit alle mitbekommen. Jetzt sind ja auch die ganzen Details im Anschluss aufgetaucht. Es gab wohl ein Missverständnis von der Art, jemanden zu begrüßen. Und einer von euch hat es auch schon in die Kommentare relativ früh reingeschrieben, was die ganze Situation meiner Meinung nach sehr, sehr gut beleuchtet. Abu Bakr fühlte sich nicht seinem Stande entsprechend als vielleicht älterer auch angemessen begrüßt. Hat dann Chimaev so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, vor einer Gruppe von Menschen. Und der hat dann das so aufgefasst, ich grüße dich so, wie ich will. Und dann ging es halt so ein bisschen hin und her, wurde auch relativ schnell körperlich. Dann habe ich schon gesehen, Khabib war oben am Käfig und einige haben schon gesagt, ja, der hat schon ausgemessen, wo springe ich wie hin. Also der Igel fliegt wieder. Hat sich selber dann schlussendlich auch mit ins Boot geholt und gesagt, ja, auch ich habe mich da nicht gut verhalten. Schlussendlich hat es Kadyrov scheinbar geregelt, ne, ist ja dieses Bild aufgetaucht, wo er über Skype wohl das Ganze ein bisschen geregelt hat. Abu Bakr hat auch einen Post gemacht, gesagt, wir haben uns danach getroffen. Im kleinen Kreis der Bruderschaft hat er das genannt. Wir haben uns ausgetauscht, haben den Ratschlag der Älteren beherzigt und ja, alle haben jetzt mehr oder weniger gesagt, pass mal auf, so können wir das nicht machen, so wollen wir uns nicht nach außen geben, wir sind alle Brüder und ja, ist nicht cool gewesen, wollen wir so nicht. Auch Kadyrov hat gesagt, ne, Missverständnis und wir wollen nicht, dass das so eskaliert und gebt euch alle die Hand, habt euch alle lieb. Grundsätzlich muss ich sagen, cool. Also, wie oft, klar, irgendwo liebt die Öffentlichkeit auch ein bisschen Drama, was irgendwelche Fights interessant macht und natürlich würde das ein eventuelles Aufeinandertreffen zwischen Chimaev und Islam im Weltergewicht nochmal etwas feuriger machen, aber keiner von uns will ja eigentlich auch so ein Shit sehen mit, ja, da wird permanent geschubst und keine Ahnung was, deswegen haben wir die Pressekonferenz beim letzten Mal nicht gesehen. Also,
darauf hat ja dann eigentlich auch keiner Bock, wenn es wirklich so hochkocht, dass dann da irgendwelche Sachen ausfallen, vielleicht sogar Fights ausfallen, Kämpfer sanktioniert werden müssen oder so eine Geschichte wie Conor und Khabib dann sich nochmal wiederholt, mit, wo Fighter wirklich verletzt worden sind. Das brauchen wir ja nicht. Von daher muss ich sagen, gut, dass alle Beteiligten sich da auch an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, ey, so wollen wir uns auch nach außen hin nicht präsentieren. Man muss ja auch sagen, Abu Dhabi, ein muslimisches Land, wo da jetzt die ganzen Fighter zusammengekommen sind. Chimaev wird eingeladen. Ja, und jetzt trifft er dann auf einen anderen Fighter und es geht da irgendwie sofort hoch her. Das ist mit Sicherheit ein Bild, was man da nicht vermitteln will. Das, ja, weiß ich nicht, wäre jetzt auch ein, würden wir jetzt irgendwo anders hingehen und es gibt jetzt ein UFC-Event in China. Dann würde es da mit Sicherheit irgendwo auch dann die Ansprache geben, wenn da jetzt zwei chinesische Fighter oder Fighter von ähnlichen Kulturen da aufeinandertreffen und ja, dann würde auch einer sagen, Moment mal, so wollen wir uns doch nach außen nicht präsentieren, wir sind doch eigentlich alle Brüder, lass uns doch nicht diesen Weg gehen. Und dann habe ich damit gar kein Problem. Super, dass das stattfindet. Natürlich ist das, glaube ich, für zwei erwachsene Männer jetzt nicht cool, öffentlich so ein bisschen vorgeführt ist das falsche Wort. Aber ja, so ein bisschen, als würden die jetzt so an den Ohren gezogen werden und jetzt, hey, komm, vertragt euch mal. Ich glaube, für einen erwachsenen Mann ist sowas immer blöd. Immer unangenehm, wenn man so ein bisschen, auch wenn es mit Sicherheit ein Fehler gewesen ist, aber so darauf aufmerksam gemacht zu werden. Ich glaube, in der Situation ist keiner gerne. Und ja, dass da auch ein gewisser politischer Einfluss mit dabei ist, klar, wenn Khabib da bittet zum Gespräch und dann sagt, hey Leute, ich meine, es sind ja im Endeffekt auch gute Argumente, die er da bringt. Dass er sagt, für was wollt ihr euch jetzt hier streiten? Für, er hat mich nicht standesgemäß begrüßt und du hast mir nichts zu sagen, weil ja, wir sind ja nicht bei Game of Thrones. Wo irgendwie ja nicht meinem Stande entsprechend wurde ich jetzt hier begrüßt. Das heißt, es gibt jetzt die rote Hochzeit. Ja, da sind wir ja eigentlich schon ein bisschen weiter. Aber ich glaube, richtig angenehm ist das für keinen Fighter. Wenn er dann da so in der Öffentlichkeit so ein bisschen so, ja, shit, tut mir leid, tut mir auch leid. Das sind so Sachen, ja, auf dem Schulhof passiert das halt. Als erwachsener Mann willst du, glaube ich, sowas eigentlich nicht haben. Ob das jetzt das letzte Mal war oder ob sich das komplett erledigt hat, werden wir schlussendlich sehen. Khabib hat ja so ein paar Worte losgelassen und am Ende auch gesagt, ja, wir hoffen natürlich auch, dass Khamzat den Titel holt und dann werden wir uns auch freuen für ihn und nicht freuen, weil wir jetzt wegen dieser Geschichte uns irgendwie freuen müssen, sondern weil wir uns wirklich für ihn freuen, dass er das geschafft hat. Und er sagt, er hofft, dass wir nicht mehr unter solchen Umständen zusammenkommen müssen und wir nicht mehr grundlos kämpfen. Vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber ich glaube auch, da wissen beide Seiten, dass eventuell ein Fight zwischen, je nachdem wie lange Khamzat auch im Weltergewicht bleibt und Islam, vielleicht nicht komplett unausweichlich ist. Ein Fight zwischen Abu Bakr und Islam und Khamzat wäre ja durchaus möglich. Diesen Weg will man jetzt logischerweise irgendwo auch nicht gehen, weil Abu Bakr und Khamzat Chimaev, glaube ich, vom Skillset einfach ein bisschen weit auseinander. Um einen Strich unter die ganze Sache zu machen, grundsätzlich finde ich das gut, wenn man da jetzt wegen sowas das Ganze nicht eskalieren lässt, dass jetzt Leute, das ist da mit Sicherheit auch einfach eine kulturelle Frage. Wenn da jetzt einfach Ältere sich dann hingestellt haben und dann gesagt haben, pass mal auf, so geht's nicht und ihr macht das jetzt so, das ist vielleicht dann manchmal, wenn man aus einem anderen Kulturkreis kommt, schwieriger nachzuvollziehen, aber da ist dann halt wirklich, ja, da hört man dann auf diesen Rat der Älteren, befolgt den dann unabhängig, wie alt du bist. Ob du 15, 25 oder 35 bist, wenn da einer mit 50 dann irgendwie was sagt und der respektiert wird, dann hältst du dich halt dran. Grundsätzlich kann ich damit leben, wenn dann nicht irgendwie so ein Kinderkram oder sowas zustande kommt, dass da Leute sich boxen, weil die halt nicht richtig begrüßt wurden. Kommen wir zu Beneil, der, obwohl er gewonnen hat, vielleicht einer der großen Verlierer ist von UFC 280. Der hat sich ja im Anschluss geäußert und ja, natürlich rein promotechnisch hat er das jetzt nicht gut gemacht. Ich habe ja schon drüber gesprochen, wenn einer sagt, dann kämpfe ich halt noch 10 Mal, wird die UFC sagen, oh klasse, da scheint einer nicht aufzumucken. Aber er hat auch wieder eine Sache gesagt, die ich einfach nochmal hervorgreifen möchte. Vielleicht wird es heute die moralische Ausgabe, ist mir dann aber auch wurscht. Also er hat gesagt, kriege ich jetzt meinen Title Shot? Wahrscheinlich nicht. Bekomme ich jetzt ein bisschen mehr Extra Credit von einigen Leuten? Ja, das kann schon sein, aber ich bin eigentlich genau in derselben Position wie vorher auch. Er sagt, er glaubt, wenn überhaupt, wenn die meisten jetzt sagen, Gamrot, der ist eigentlich gar nicht so gut gewesen, wie wir alle gedacht haben. Er sagt selber, offensichtlich ist der Typ ein absoluter Hengst, eine absolute Maschine. Aber so ist das halt einfach für mich, dass ich da nicht die Anerkennung bekomme, die ich vielleicht bekommen müsste. Er trifft da, also legt da für mich den Finger sehr gut in die Wunde, trifft den Nagel perfekt auf den Kopf. Wie oft, Hand aufs Herz, habt ihr das selber schon erlebt? Nehmen wir mal an,
ihr seid jetzt großartige Fans von irgendeinem, nehmen wir jetzt mal, weil es hype-technisch noch relativ vor kurzem gewesen ist, Khamzat Chimaev. So, Chimaev, ungeschlagen, soll am besten direkt zum Titel gehen. Hab ich sehr häufig dann auch gelesen, ja, warten wir mal, bis er den ersten schwierigen Gegner bekommt, was legitim ist, versteht mich nicht falsch, habe ich auch gesagt. Warten wir erstmal ab, bevor wir ihn jetzt zum Gold-Kandidaten aller Zeiten erklären, wenn einfach die Qualität der Gegner besser wird. Aber was dann leider sehr, sehr häufig passiert, und das war nicht nur bei ihm der Fall, sondern auch bei einigen Fightern vorher, dann kommt dieser Test gegen einen Gilbert Burns. Dann gibt es leider von vielen Leuten dann nicht diesen, okay, ja, war ein schwieriger Fight, klar, aber Respekt, dass er sich da trotzdem durchgeschlagen hat und gewonnen hat. Dann kommt leider häufig, ja, aber Burns ist auch eigentlich ein Leichtgewichtskämpfer, hat auch nicht das beste Kinn und die Puste sowieso. Dass ein Fighter das dann einfach weggenommen wird. Dass man fordert, nehmen wir jetzt mal einen Leon Edwards. Wenn man dann sagen würde, ja, Leon Edwards, der soll doch erstmal eine Gewichtsklasse aufsteigen und gegen jemanden kämpfen wie Marvin Vettori. Oder ein Kamaru Usman soll das machen. Oder wer auch immer. Irgendeine Person soll aufsteigen. So, dann passiert das, steigt auf, er gewinnt. Ja, dann kommt, ja, aber Marvin Vettori. Das war vorher derselbe Fighter, bevor der gegen ihn gekämpft hat. Weil das Resultat dann nicht stimmte, versucht man denjenigen dann schlecht zu machen. Und das passiert leider sehr, sehr häufig. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe natürlich, wenn man großer Fan, großer Anhänger ist von irgendeinem Fighter, dass man vielleicht ein Stück weit auch traurig ist, mitgenommen ist. Viele haben dann einen sehr distanzierten Blick. Ich muss ehrlich sagen, ich auch. Viele sagen dann, pass mal auf, der Fighter weiß eigentlich gar nicht, dass es dich gibt. Support ist eine super Sache, aber versuch das nicht persönlich zu nehmen. Dein Leben wird jetzt nicht besser oder schlechter, wenn dieser Fighter einen Titel gewinnt oder nicht. Das ist ja auch so. Aber einige können das halt nicht. Einige sind einfach so Supporter, Anhänger von einem Fighter, dass denen das dann leidet und die schlafen dann sogar vielleicht ein bisschen schlechter. Die sagen, ah, kacke, hätte ich dem so sehr gegönnt. Ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Aber wenn man dann halt anfängt, Ausreden zu suchen für den Fighter oder versucht, andere immer gezielt schlecht zu machen, den Schuh kann ich mir persönlich nicht anziehen und ich finde es halt auch, gelinde gesagt, sehr, sehr nervig, wenn das immer wieder passiert. Auch Dinge wie jetzt Sean Brady hat es angesprochen, hat gesagt, ja, gut, alle Leute, die mich kritisieren, sollen so ruhig, aber alle Leute, die jetzt anfangen, meine Frau dumm anzumachen und sich bei der irgendwie oder sich über die lustig machen wollen, ich hoffe, ihr kriegt alle irgendwann eure gerechte Strafe. Ja, gerechte Strafe ist jetzt hier für einen dummen Spruch auch nicht, der bekommt den Kiefer gebrochen. Ne, wollen wir jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen, aber ich finde auch hin und wieder so ein Reality-Check für einige, die wirklich konstant weiter auch online trollen oder die Familien wie hier die Frau, alter Schwede, wie, how low can you go? Die Frau von Sean Brady, die mit Sicherheit auch ja, sehr bestürzt persönlich ist, ihr Mann hat verloren, wurde gefinisht, die muss sich jetzt online noch irgendwelchen Anfeindungen aussetzen und hör mir auf. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht ist das diese Verrohung der Gesellschaft, dass das Niveau vielleicht immer tiefer sinkt und vielleicht sind wir am Ende des Tages auch alle selber schuld, wenn wir irgendwas glorifizieren, was nicht gut sein sollte. Aber bevor ich da jetzt noch intensiver drauf eingehe und dass das Video komplett sprengt, habe ich euch meine Meinung dazu gesagt. Nicht cool, weiter immer konstant schlecht zu reden, in diesem Fall bei Beneil Dariush. Das reicht nicht, weil der Mann einfach viel erreicht hat, viele Siege aneinander gepackt hat. Er ist natürlich in einer Situation, wo er sich die Frage stellt, was mache ich jetzt als nächstes? Und ich hätte zwei Ideen für Beneil, was er als nächstes machen kann. Mal gucken, wie ihr die Ideen so findet. Ich gehe davon aus, Islam wird zu 99% gegen Volkanovski kämpfen im Februar. Das heißt, 4 Monate bis dahin, die kämpfen, müssen sich danach erholen, bis ein neuer Fight. Sagen wir mal, Minimum 6 Monate, eher sogar 7 oder 8, bis irgendein anderer Fighter im Leichtgewicht die Chance bekommt, gegen den Champion zu kämpfen. Das heißt, ist easy peasy Zeit für einen Kampf dazwischen. Und ich versuche es jetzt einfach mal kurz zu machen, kurz und schmerzlos. Beneil gegen Charles Oliveira. Als Möglichkeit. Charles könnte damit vielleicht seinen Anspruch wiederherstellen, nochmal um den Titel zu kämpfen. Beneil den definitiv zementieren. Oder, je nachdem, was Charles auch machen möchte, vielleicht sagt der, oh, Conor McGregor, Money Fight, kann ich jetzt machen, habe keinen Titel mehr, keiner beschwert sich. Vielleicht ist das eine realistische Nummer. Beneil sollte dann auf den Sieger treffen von Dustin und Chandler. Dustin Poirier gegen Michael Chandler treffen jetzt im November, ist es aufeinander. Genug Zeit, um dann eventuell auch im Februar auf die Card in Australien einen Fight zu packen zwischen Chandler Poirier und auf der anderen Seite Beneil, hätte man auch direkt so einen kleinen Backup, falls im Main Event irgendwas passieren sollte. Könnt ihr mir gerne eure Meinung zu dalassen, wie ihr diese Fights
fändet. Ich glaube, das wäre dann vielleicht noch das allerletzte bisschen, was Benil eventuell noch fehlt. Mit Gamrot hat er jetzt eigentlich schon einen sehr aufstrebenden, hungrigen Fighter besiegt. Mit Oliveira, Chandler und Poirier definitiv einen der Etablierten, die schon länger oben mit dabei sind. Und chronologisch zum Schluss, obwohl es eigentlich schon ein bisschen früher gepasst hätte, weil wir ja schon über Chimaev gesprochen haben, aber manchmal ist das Video quasi fast fertig und dann packe ich doch noch eine News mit rein und deswegen ist das auch noch mit reingerutscht, weil mich das ein bisschen überrascht hat. Chimaev posiert auf seinem Instagram-Account mit dem Baddest Motherfucker-Gürtel. Und ich konnte jetzt nicht so genau reinzoomen, ob das eventuell auch der von Masvidal ist, ob er ihn den irgendwo abgenommen hat. Aber, ja, das ist natürlich schon, ich verstehe es so wie eine Herausforderung. Masvidal gegen Burns war ja eigentlich die Nummer, die fix sein sollte. Habe ich aber jetzt noch nirgendwo unterschrieben gesehen, noch nirgendwo fest auf der Card. Gab für allerlei Cards immer das Gerücht, aber unterschrieben, festgemacht wurde nichts. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Das heißt, Masvidal wäre ebenfalls verfügbar. Und wenn sich natürlich jetzt Chimaev da mit dem BMF-Gürtel ablichten lässt, ist das für mich sowas wie entweder eine indirekte Herausforderung oder, weil Chimaev schon dieses Emoji postet, ist vielleicht schon irgendwas klar? Steht schon irgendwas fest? War das einfach nur ein Zeichen an Masvidal, halt mal den Ball flach? Hat er vielleicht irgendwas gesagt, was ich jetzt nicht mitbekommen habe? Viel Interpretationsspielraum, aber definitiv ein Fight, wo ich mir vorstellen kann, falls Colby sagt, ich habe nicht so viel Bock oder ich habe kein Interesse gegen ihn zu kämpfen oder nicht zu dem Zeitpunkt, dann wäre Masvidal, glaube ich, für beide Seiten ein guter Fight. Eigentlich ist Chimaev ja schon in der Position, rein von seinem Hype betrachtet, der ist, glaube ich, als nächster an der Reihe. Das wird die UFC so machen. Man will aber sehen, dass er das Gewicht nochmal schafft. Für Masvidal wäre das natürlich ein massiver Erfolg, jemanden wie Chimaev als erster Mann zu besiegen. Dann ist er plötzlich wieder ganz, ganz oben mit dabei im Titelrennen. Also aus vielen Perspektiven könnte das Sinn machen. Schauen wir mal, ob das am Ende so kommt oder ob es einfach nur ein Instagram-Gag war. Und ich würde mal gerne wissen, wo er auch den Gürtel her hatte. Das war schon wieder für heute, Freunde. Schon wieder sagt, boah, ich glaube, schon wieder ist gut, ne? Die Folge ist, glaube ich, wieder ein bisschen länger geworden. Tut mir leid, manchmal verquatsche ich mich. Ihr kennt das aber mittlerweile. Deswegen sind wir bei diesem Kanal auch nicht bei 700.000, sondern bei 7.000, weil so viele Leute dieses lange Blabla nicht ertragen können. Für alle, die es ertragen können, bin ich unendlich dankbar. Passt auf euch auf, bis demnächst. Und let's fight.